Ja, ey, Bro, ich liebe Musik, ich mache ja immer noch Musik. Bro, ich habe E-Gitarre jetzt am Start und Ah, so. E-Gitarre. Bro. Mir kommt vor, du gehst eher ein bisschen back to the roots, so, weißt Ja, eh wahrscheinlich, Bro. du? Ich glaube, Ja. ich habe Rap so begonnen wegen Pubertät und weil Please das. Aber ich finde es so uncool. Ich habe es auch früher uncool gefunden. Aber wer weiß, wenn was Neues kommt, so eine neue Wave oder so, bist du wieder back. Und dann Ich finde es der. auch so uncool, einfach, dass ich irgendwie. Einfach in diesem Rap-Ding, Bro. Ich will einfach Musik machen, weißt du? Vielleicht mache ich ein Techno-Album. I don't fucking Ja, know. aber es ist irgendwie Rap, weil du Rapper. Weißt du, was ich Aber meine? bin Weil ich du. Rapper? Digga, weißt du? Weißt Ist, du? das ist Weißt so, du? irgendwie, wenn du von den Roots kommst, bist du für immer ein Rapper. Aber Egal, warum, ob du was macht sagst. mich zu einem Rapper, Bro? Ja, dass du von diesen Roots Von kommst. welchen Roots komme Ja, ich denn, von Hip-Hop, Mois? weißt Was, du? welchen Hip-Hop-Roots komme ich, Bro? Ja, schau dir deine Musik an, Ja, Digga. schau sie mir an, sag mir. Ja, du rappst. Na, Come on, Digga. was? Jeder sagt, er ist kein Rapper. Gib mir die Gitarre, Bro. Was hab ich? Ich Sie bin ist kein ungestimmt Rapper. und die Seiten, einige Seiten fehlen. Aber jeder sagt, er ist kein Rapper. Alle sind Rapper, Bro. Alle haben in ihrer Instagram-Bio Rapper stehen, Na, Bro. je, das ist die Wave irgendwie. Mir kommt vor, so viele Leute jetzt schreiben, niemand schreibt in Instagram-Bio, ich bin Rapper. Okay, wenn du schreibst, ich bin Rapper in Instagram-Bio, dann bist du schon. Aber sie sind alle in den Ja, okay, Rap-Music-Charts du und bist so. obvious, weißt du, es ist obvious. Ja, du bist ein Rapper, so wie jeder andere. Aber das Coole jetzt ist, ich bin kein Rapper. Aber ich habe trotzdem 70.000 Streams, weißt du? Ich meine, schau mich an. Und Aber ich bin nicht mal Rapper. ich bin kein Rapper. Ich weiß nicht, ich bin kein Rapper. Ich weiß nicht, wie deutlich ich es noch machen muss. Ich schau mich an. Rapper? Bro. Hallo. Grüß Gott. Hallo, bin ich kein Rapper? Ich bin auch kein Rapper. Siehst du? Du bist auch kein Rapper. Du bist mehr Rapper als ich sogar. Du gehst mit Checkmate auf Tour. Digga, aber das ist ja. Ich habe aufgehört, Konzerte zu spielen. Ich habe aufgehört zu rappen. Ich habe Ist aufgehört, Rapper zu sein. Kanye West ein Rapper? Ja, er macht Rap-Musik. Er macht fucking Gospel. Er Aber mit Rap. sagt keine Schimpfwörter Havana mehr. with the chauffeur. Aber er sagt keine Havana. Ja, Schimpfwörter. ist okay, Er dann. hat keinen Designer Was an. ist für die. Ja, okay, dass du nicht Er, weißt du, Designer was an, ich ist schon meine? Rap. Er macht. Er singt zu Gott und so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? Ist er Rapper? Das ist ja auch dieselbe, weißt du? Aber er kommt von den Roots. Was ist ein Rapper? Ein Rapper für mich, Ja. wenn ich sage, ein Dude ist ein Rapper oder generell, Ja. wenn ein Dude. Die meisten Leute. Die meisten Leute kommen von den Roots, okay? Sie beginnen zu rappen oder sie hören Rapmusik, okay? Sind davon beeindruckt oder was? Sind davon inspiriert, Musik zu machen, beginnen dann zu rappen und dann denken sie sich, ja, ich singe jetzt und sowas auf Gitarre, Ja, aber einfach ich nur frage dich auf. gerade, was ist ein Rapper? Wenn du von Definier diesen. mir einen Rapper. Wenn du von den Roots kommst, dass du von Hip-Hop-Musik, egal welche Musik du da machst, im Endeffekt wirst du immer Rapper sein. Du bist einfach gefickt. Kommt Nein, nicht, aber auch ist wenn ja du nicht, ja nicht dann schlimm. aufhörst und in der Bank arbeitest, du bist ein Rapper, weil du von Nein, den Roots da bist. wenn du Musik machst. Schwachsinn, Mois. Wenn du Musik machst. Okay, das heißt, du willst mir sagen, wenn ich jetzt rappe, Ja. oder ich habe gerappt, Ja. habe ich ja gemacht, ne? Ja. Und jetzt mache ich House und singe Ja. irgendwelche Liebesballaden auf diese House-Mucke. Und mach damit richtig Welle. Bin in Kroatien. La, 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 la. Und ich bin Okay. Rapper? Mit fucking In den Glitzeranzug. Augen, ja, schau, du kannst so anti sein, wie du willst. In den Augen der Leuten wirst du immer, du wirst immer diese Rapper-Fanbase haben, weißt du, was ich meine? Du wirst Na. immer. Ist Ed Sheeran ein Rapper? Nein. Nein. Okay, nein. Nein. Weil Und ich bin auch hat er nicht. irgendwann, sagen wir einen Rapper, okay, der. Mit Rap, von den Roots kommt von Rap und jetzt nicht mehr Rapper ist in den Augen Ich der und Leute. alle gescheiterten Rapper. Ich bin ja ein Wer? gescheiterter Rapper, Bro. Okay. Die kennst du ja nicht, die gescheiterten Rapper. Die sind ja gescheitert. Ich bin ein Aber ich kenne gescheiterter Rapper. dich. Ja, aber ich bin ein gescheiterter Rapper, der jetzt gerade am Scheitern ist. Weißt du, was ich meine? Gescheitert. Du hast mich kennengelernt, bevor ich scheiterte. Und jetzt bin ich gescheitert. Du bist gescheitert, weil du aufgegeben hast. Richtig. Ja, und du gibst auf mit Rapmusik und denkst dir, okay, ich mache jetzt etwas anderes. Eine andere Richtig. Musik, okay? Oder Du andere beginnst Sachen jetzt einfach. Gitarre, okay, eine andere Musik, sagen Ich wir spiele mal. seit 16 Weil du Jahren hast Gitarre. so. Ich spiele Gitarre seit Ich vor Rap. auch, ich auch. Ich habe begonnen, Digga, Gitarre zu spielen. Bist du ein Gitarrist Drake oder Bell. Rapper? Dö, Okay, dö. Digga, ich habe mich selber noch nie als Rapper bezeichnet, Ja, ich okay? auch nicht. Aber. Na, Spaß habe ich. Der netteste Rapper. Aber ich habe Aber. mich auch mal als 13-Jährigen identifiziert und bin ja jetzt nicht mehr 13. You dig? You dig? Bro, don't Eben, come aber at du kannst me. mir kein Beispiel nennen von einer Person, die von den Rap Roots kommt und jetzt andere Musik macht als Rap, aber nicht mehr als Rapper gesehen wird.
Bro, Rap gibt's seit 40 Jahren, 50 Jahren, gib denen mal Zeit, Mois. Ja, weil und Bowser, ist er kein Rapper mehr oder was weiß ich, ich höre diese Musik, ich weiß es nicht. Aber es gibt safe Leute, die, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es nicht, vielleicht bin ich der erste Ex-Rapper. Im Endeffekt, egal welche Musik du machst, wirst immer Rapper sein. Bro, kannst du mir nicht sagen, wenn ich jetzt nur Jazz mache, bin ich doch kein fucking... Digga, die Da Vinci... Macht auch, kennst du Da Vinci? Nein, gell? Aber der ist auch auf TikTok. Okay, wenn ich jetzt TikTok, nur noch Sachen zeichne, bin ich dann immer noch ein Rapper. Wenn ich nur Gemälde verkaufe, bin ich in deinen Augen immer noch ein Rapper. Du bist ein Hip-Hop-Zeichner. Du wirst nie ein normaler Zeichner sein, Digga. Schau, Da Vinci, Digga. No, bro, ich disagree. Da Vinci hat begonnen mit Beats, okay, für die Savage und sowas, Trap. Aber er hat sich weiterentwickelt und macht jetzt, er spielt halt die Trompete und sowas. Es ist nicht, er macht die Boom. Aber Boom. Er macht immer noch Hip-Hop-Beats. Ob es Hip-Hop ist oder nicht, es könnte genauso Jazz sein. Die Samples aber sind einfach Jazz. Ist es Hip-Hop Jazz, oder ist es... Das ist eben, weil er von den Roots kommt. Ist es Hip-Hop? Nein. Was für ein Tempo und Takt ändert. Brudi, nein. Das Tempo, Brudi. Brudi, pass auf, warte. Trippie Redd kann auf einem Beat singen, der Gitarre ist und Rock Drums und er singt da drauf und er sagt, ja, es ist Hip-Hop. Weil er von diesen Roots kommt, okay? Du kannst sagen, okay, das ist jetzt Rockmusik. Im Endeffekt, das Album wird Hip-Hop-Rap sein, weißt du? Oder er nennt es anders, weil er individuell sein will. Weil er nicht zusammen will. Kannst du ein Instrumental anmachen? Ein Instrumental? Ja, aber es ist kompliziert hier. Type. Okay, ich mach auf Handy. Okay. Wieso willst du rappen? Ja, ich sag dir jetzt, nee, ich werde ihm nicht rappen. Ich sag dir, was Rap ist. Du erklärst mir, ob dieser Scheiß hier jetzt Rap ist, okay? Oh Gott, Digga. Kann ich so Copyrighted-Shit benutzen, oder? Besser nicht, Digga, weil ich habe jetzt monetized. Und aber ist das auch bei Instrumentals? Ja, ich weiß, Bro, ich habe monetized und direkt 70% meiner Videos wurden demonetized. Echt? Weil YouTube hat so einen Algorithmus, weißt du, wenn du erstens Schimpfwörter sagst, wenn du irgendwie, ja eben, aber damit das Video, es ist ein Unterschied zwischen demonetized und zwischen Urheberrechtsverletzung, weißt du? Was ich sonst mache? Ja. Ey. Ich hab dich gesehen. I was on that band on beach girl. I was on that band on beach girl. Ja, eben. Aber siehst du, ich rap ja nicht. Ich rap nicht. Eben, aber ich sage, es kommt nicht auf das Instrumental an. Lala. Und auch nicht, was du machst. Es ist einfach Rap. Aber ist doch kein Rap. Ich bin der Best. Ja. Lupotin, yeah. I was born in the street, bro. Nein, du redest über Screets. Ja, ist ja wurscht, über was wir reden. Um das geht's und was in den Inhalt. And I love you, cause you're very, very great. Yeah. One, two, three. It's a jolly day today. Hey. Das machen auch viele Sänger. Einfach. Yeah. Also machen wir auch Rapper, Digga. Ja! Digga, ist es einfach das einzelne Wort, das dann die Musik, das das Genre verändert? Rap. Bro, I don't know, ich gebe mir die Musik nicht, to be honest. Bro, Bilderbuch, beste Musik, die aus Österreich kommt. Ich Rin-Album war Bilderbuch drauf. Ja, und ich mochte dieses Gitarren-Solo und sowas. Beste. Aber wie sie gesungen haben, fand ich nicht so krass. Ich feier hart. Aber vielleicht, Digga, ich habe mir noch nie ihre Musik gegeben. Musst du gern. Also einfach als Empfehlung, aber vielleicht du bist ja so ein Rap-Boy. Nein, ich bin über... Du bist ein Rap, weißt du, was ich du bist ein richtiger Rap-Boy. Ich bin schon ein Rap-Digger, aber... weißt du wieso, Bro? Ich bin ja nur am Joken. Bro. Ich habe ja nur einen Joke gemacht. Ich auch. Okay, gut. Aber schau, das Ding ist, also nicht nur. Also natürlich, wir sind am Joken, aber es hat einen realen... Es ist schon ein Joke gemacht. Es sind unsere Gedanken. Joke gemacht. Hab. Na, du denkst, ich bin ein Rapper, natürlich. Ich bin ein Rap-Boy. Du bist eh Rapper. Ich bin irgendwie ein Rap... Du bist so ein Rap-Dude. Weißt du, Mann? Du bist Hip-Hop. Ein Rap-Head. Ich bin echter Hip-Hop. Du bist ein Rap-Head. Ja, ich bin Rap-Head. Echter Hip-Hop. Ja, du bist Hip-Hop. Ich? Ja. Nicht so. Weil du sagst, Digga. Aber Bro, ich könnte auch sagen, Bro, ich bin nicht Hip-Hop, ich bin Jazz. Ich mag diese... Ich bin aber Jazz, weil ich mag diese... ich mag diese smoothen Beats, weißt du? Ich mag auch nicht die Trap-Drums. Ich mag diese... Weißt du, diese... Nein, nicht so Hip-Hop-Trap, nein. Ich bin nicht Trap, weißt du? Ich sing trotzdem mit Autotune drauf und so. Und eine Message, die vielleicht ein bisschen Schimpfwörter beinhaltet und ein bisschen über Frauen... Welches Genre würdest du mein letztes Album reinputten? Herzbruch. Digga, Hip-Hop. Ja, du kannst immer sagen, weißt du, was ich meine? Ja, das ist das. Okay, also letzte Frage, dass wir das Thema fertig haben. Wenn ich jetzt... Halbes Jahr. Ja. DG heißt nicht mehr DG, er heißt jetzt...
Dorus Morus, was weiß ich. Ja, safe. Ja, ich weiß so. Cyber-Video von einem Auto, das fährt. Und im Hintergrund Hardstyle. Keine Lyrics, nur Techno. Ja, I feel you. Was bist du denn? Ja, ja. Gepostet von Techno-Charts und ja, so. Ja, I feel you. Dann, wenn man nicht mehr weiß, von wo man kommt, dann ist es etwas man anderes. Weiß auch, dass er früher Rap... Okay, warte, okay. Warte, es gibt doch diesen... Adam Sandberg? Gibt es so einen Schauspieler? Der Ted gemacht hat. Adam... Weißt du, wen ich meine? Adam Sandler. Nein. Kennst du Ted, den Movie mit diesem Teddybär? Bro, dieser der Adam Wahlberg. Adam Wahlberg. Sam Wahlberg. So etwas, keine Ahnung. Adam... Der Boy war ja früher Rapper, Bro. Mhm. Schau doch so aus, Digga. Und er war jetzt ist ein fucking Comedian oder was auch. Oder Will Smith war Rapper. Weißt du, und ist jetzt Schauspieler. Siehst du, er war es mal und kommt von diesen Roots, aber er hat sich new gebrandet. Ich meine, Brody, I feel you und ich fühle den Gedankenkrank, weißt du? Ich fühle ihn hart. Aber ich glaube halt in den Augen der Leute und von meiner Experience her funktioniert es so. Ich glaube, vorher haben mich auch nicht viele als Rapper gesehen. Weißt du, ich meine? Er sagt, kennst du G? Das ist so ein Sänger. So ein Dude aus Wien halt. So ein Dude, der halt auch irgendwo an... So ein Dude halt. So ein Mensch. So ein Wesen. Ein Mensch, ja. G? Meinst du 20G? Du bist eigentlich... Nee, Ferry. Eigentlich sogar Mensch ist auch schon eine zu Definition. Viel für mich. Das ist einfach eine Definition. Ich bin ein... Wer sagt, dass du ein Mensch bist, so, weißt du? Weißt du... Nein. For real. Navid, ja. Weißt du... Kannst du dich erinnern daran, dass du geboren wurdest? Safe nicht. Kann es nicht sein, dass du als Alien hergebracht wurdest und aufgedroppt wurdest, weißt du, was ich meine? Und die Leute sagen dir, ja, du bist geboren, das ist deine Mutter und sowas. Und aber eigentlich haben einfach angesprochen. Jeder weiß es, außer du. Kann schon sein. Warum? Kann auch sein, dass ich schizophren bin und legit mir diesen ganzen Kackfurz nur ausdenke. Hier. Ja, eben, aber weißt Denk du, das ist alles eine Definition. Und hast die du wird Messer? Joke. Diese Definition wird von den Menschen gemacht. Okay? Diesen Joke möchte ich zurücknehmen, der war sehr nicht sensitive. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Also, nein. Ich möchte mich hier bei jedem entschuldigen, nicht, der... Deeper darüber eingehen, dann kommt der YouTuber. Weißt du? Und der kommt YouTuber? Darf nicht darüber reden. Oh, echt? Na, schlecht. Okay, uff. Darüber, worüber du reden wolltest. Digga, fuck leid. It, weißt du? Das ist auch so uncool, dass nur ein Rapper würde sich über sowas jetzt Gedanken machen. Digga, ich hab das F-Wort gesagt. F-Wort. Hack. Bro, wenn du Counter hättest, wie oft das F-Wort benutzt in diesem Video sind, over 100. So real shit. Oh, scheiße. Ja, aber du hättest mir sagen sollen, das ist clean. Du solltest so ein Schild haben. No Schimpfwörter. Ja, for monetization purposes. Oder ich heile irgendwen, dass er die ganzen... Digga, YouTube kann das doch sicher selber beepen, Alter. Die wissen doch, wann ich was sage. Aber die wollen dir ja kein Geld geben. Wollen sie nicht? Also sie wollen doch, dass Werbung geschalten wird. Dann bekommen sie mehr Geld. Stumm. Ich dachte nur, dass sie trotzdem Werbung schalten, aber dir kein Geld ich geben. Ich wünschte, man könnte machen, YouTube, du das automatisch zensieren und einfach bei allem, das dir nicht passt, schneid das raus und oder du einen Beep drauf, weißt du? Das wäre so easy. Weil es erkennt auch, wenn du rauchst oder sowas. Weißt du, es erkennt YouTube. Ja, die haben ja ein... Du kannst mit deinem Handy... Bei Fotos kannst du eingeben Essen und dann zeigt es dir alle Fotos von Essen. Du kannst eingeben Mädchen, dann zeigt es dir alle Fotos von Mädchen. Bro, sehe bei Google, du kannst ja Bilder machen und es googelt das Bild. Ja. Das ist so trippy. Ich kann ja jetzt rauchen, fotografieren und es wird mir Rauchen zeigen. Eben. Und deshalb denk dir, wie weit der YouTube ist von Google, weißt du? Die können das sicher checken, alles. Bro, natürlich. Wenn Brüste gezeigt werden zum Beispiel, okay, die checken das direkt. Direkt. Ja. Das ist real shit. Und das ist, ich meine, in Musikvideos darf man es zeigen, aber in normalen Videos nicht. Aber warum? Weil es Kunst ist. Das hier ist auch Kunst. Ja, aber es ist realistischer, weißt du, was ich meine? Mhm. Es wirkt real. Es wirkt und in Musikvideos wirkt es so gestellt. Wirkt sehr real. Ja. So, ja, ist eh krass, dass wir hier beide einfach so eine Kunstfigur verkörpern. Du so tust, als wärst du Cellphone. Ich so tue, als wäre ich ZG. Young Ferry. Yes. Was ist eigentlich jetzt dein Name? Was soll ich schreiben? The G oder Young Ferry oder. Schreib. Ein Mensch, ein Lebewesen. Ja, ein Lebewesen mit rosa Stirnband. Nenn mich.
habe keinen guten Namen. Aber sei kreativ. Nenn mich. Kein Rap. Kein Rapper. Mit keinem Rapper. Ein Podcast mit keinem Rapper. Erstens sind wir Interview mit einem Dude, der nicht ein Rapper ist. Und überhaupt nicht von Hip-Hop kommt. Erster Ex-Rapper. Erster Ex-Rapper. Ja. Ferry, der erste Ex-Rapper, der früher mal DJ war, aber jetzt Ferenc, der Autor. Ferenc. Der Denker. Ferenc, der Denker. Ferenc, der Denker. Ist das ein neues AK? Bro, no joke. Yes, I like it. Ferenc, der Denker. Gonna change my fucking Twitter handle. Ich dachte, du denkst, der Redner, ja. Ja, aber ich habe ja gesagt, dass durchs viele Reden denke ich, glaube ich, viel. Und, jetzt versuchst du es zu changen. Ab heute Ferenc, der Denker. Ich bin immer schon Ferenc, der Denker. Ja, safe. Du bist beides. Now I get it. Du bist beides. Ja. Ey, yo. Aber so ist es. Ey, Bro. Ich bedanke mich. Ferenc, der Denker. Ferenc, der fucking Denker. Podcast. Mit Cellphone, dem Henker. Gang, nein. Geht wie eine Podcast. Hat Spaß gemacht. Rudi. Kauft, streamt meine Musik auf Tidal.